Jetzt, während du in deiner Firma arbeitest, ob sie dir nun gehört oder ob du in einer Firma arbeitest, die einem anderen gehört, jetzt ist irgendwo in diesem Moment jemand dabei, diese Firma zu zerstören. Ist Kapitalismus gut? Es gibt einen Aspekt am Kapitalismus, den wirklich viele eklig finden. Wenn du Unternehmer bist und nicht schnell genug wächst, dann kommt jemand und schluckt dich oder verdrängt dich und du gehst pleite. Mit anderen Worten, jetzt, während du in deiner Firma arbeitest, ob sie dir nun gehört oder ob du in einer Firma arbeitest, die einem anderen gehört, jetzt ist irgendwo in diesem Moment jemand dabei, diese Firma zu zerstören. Ist die Frage, ist sowas nicht empörend? Ist so etwas in Ordnung? Denk bitte mal kurz darüber nach. Ist ein solches System ethisch, moralisch in Ordnung? Lass mich dir eine andere Seite schildern. Sagen wir mal, du startest ein Unternehmen, weil du erkannt hast, dass viele Menschen da draußen ein bestimmtes Problem haben. Und alle Firmen, die du kennst, lösen dieses Problem nicht wirklich, können die nicht. Aber du hast eine geniale Idee. Eine Idee, wie du Menschen helfen kannst, dieses Problem zu lösen. Und jetzt fängst du in deinem Keller an, in deiner Garage, du baust eine Lösung. Es kann ein Service sein, eine Dienstleistung, ein Produkt, es kann ein Seminar sein, was auch immer. Du denkst überhaupt nicht über andere Firmen nach. Du willst nur eins. Diese Idee, die dir brillant vorkommt, die in deinem Kopf ist, die willst du umsetzen. Du willst Menschen helfen. Ja, und du willst in diesem Prozess eine Firma bauen. Denn du hast verstanden, alleine kannst du das nicht. Du findest 2, 3 Leute, mit denen du das zusammen machen kannst. Ihr seid ein junges, geiles Team, voller Tatendrang, voller Träume. Und auf einmal merkt ihr, es funktioniert. Die Menschen kaufen dieses Produkt. Und wenn sie bestimmte Keywords, Hashtags eingeben, finden sie dich. Sie finden deine Lösung richtig geil. Und sie kaufen, was du anzubieten hast. Deine Firma wächst. Du beteiligst die besten Leute, weil du fühlst, das haben die verdient. Und ihr stellt neue Leute ein, ihr wächst. Das ist jetzt die andere Seite. Und jetzt gehen wir wieder zurück zu der ersten Seite. Zu der Frage, die ich dir eben gestellt habe. Ist es okay, wenn du nicht schnell genug wächst, dass dich jemand schluckt und verdrängt? Meine Antwort? Es ist vollkommen okay. Denn es geht nicht darum, irgendwelche Firmen zu schützen. Sondern es geht darum, dass die Firmen wachsen, die ihren Kunden am besten helfen. Weil sie verstanden haben, wie Business funktioniert, weil sie Marketing verstehen. Marketing ist ja nichts anderes, als Menschen darauf aufmerksam zu machen, dass du etwas anzubieten hast, was sie gerade brauchen oder wollen. Marketing bedeutet übrigens nicht, Menschen zu überzeugen, dass das, was du hast, gut ist. Kluges Marketing richtet sich an Menschen, die ohnehin suchen, was du hast. Und die auf einmal sagen, ja, genau das brauche ich, genau das will ich. Das, was ich gerade geschildert habe, diese beiden Seiten, also die Firma, die nicht schnell genug wächst und die andere, die ein optimales Produkt entwickelt, das ist Kapitalismus. Das Kapital kommt zu denen, die das anbieten, was Menschen wollen. So, es kann sein, dass du Einwände hervorbringst. Und ich weiß genau, dass es eine absolut hässliche Seite des Kapitalismus gibt. Das liegt aber nicht am Kapitalismus, sondern es liegt daran, dass alles, wirklich alles auf der Welt auch eine hässliche Seite haben kann. Kapitalismus an sich ist neutral, so wie Geld neutral ist. Es ist im Kapitalismus einfach die Anstrengung von Menschen, Probleme zu lösen und damit Geld zu verdienen. Und auf der anderen Seite ist es die Bereitschaft von Kunden, Geld für etwas zu bezahlen, das ihnen das wert ist. Kann man in einem solchen System Menschen ausbeuten und betrügen? Natürlich geht das. Und leider tun das auch sehr viele Menschen. Aber ausbeuten und betrügen kannst du in jedem System. Es ist nicht die Frage des Systems. Du kannst immer betrügen. Du kannst es im Kapitalismus nicht leichter als in anderen Systemen. Im Gegenteil, in anderen Systemen geht es viel leichter, weil da viel mehr Unfreiheit ist. Du musst nur wissen, je mehr ein System geriegelt ist, in eine Box gepackt ist, umso unfreier ist jeder Mensch, der in diesem System lebt. Und in Unfreiheit kann nichts Gutes entstehen. Ich glaube, dass wir für unsere Freiheit kämpfen müssen. Und damit hängt auch zusammen, dass wir dafür kämpfen müssen, dass unser System gerechter wird, fairer wird.
Das werden wir nicht schaffen, indem wir die schützen, die als Firma stehen geblieben sind. Wir werden es aber schaffen, wenn wir mehr Menschen zeigen, welche Möglichkeiten Kapitalismus auch für sie hat. Ich glaube, jeder von uns sollte von der Arbeitnehmerseite auf die Firmenseite wechseln. Damit meine ich nicht, dass sich jetzt jeder selbstständig machen sollte. Aber jeder sollte Aktien haben. Und wenn du Aktien hast, bist du auf der Firmenseite. Denn du bist dann beteiligt an der Firma oder an vielen Firmen oder an einigen. Und wenn du weiterdenkst, kannst du auch, wenn es gut läuft, Unternehmensbeteiligungen kaufen. Ich glaube, dass wir Kapitalismus sehr viel menschlicher machen, wenn uns genau das gelingt, dass immer mehr Menschen auf die Firmenseite wechseln. Und wenn Menschen lernen, innerhalb der Firma Intrapreneure zu sein, das sind Angestellte, die unternehmerisch denken. Wenn du Intrapreneur wirst, dann verdienst du auch bald mehr, denn Intrapreneure werden in einer Firma immer am besten bezahlt. Jetzt kommt natürlich der nächste Punkt. Wenn jemand als Intrapreneur für eine Firma unfassbar wichtig ist, wenn er dann dreimal, viermal, fünfmal so verdient wie andere, die einfach nur von 9 bis 17 Uhr arbeiten, ohne viel nachzudenken, dann kommen die Leute, die sagen, ist das noch gerecht? Und ich sage, ja. Ich glaube fest, Gleiches sollte nur der bekommen, der auch Gleiches tut. Ich glaube sehr an eine leistungsgerechte Bezahlung. Was auch immer du über diese Dinge denkst, es ist wichtig, dass du dir eine klare Meinung bildest. Und vielleicht schreibst du einmal auf, was für dich Kapitalismus bedeutet, was du daran gut findest, was für dich nicht gut daran ist und wie du das Gute verstärken kannst und wie du in deinem Leben dafür sorgen kannst, dass das Schlechte möglichst schwächer wird oder sogar verschwindet. Die Welt ist immer nur so gut, wie wir sie machen. Sei du der Mensch, den du in dieser Welt sehen willst. Werde der Beste, der du sein kannst.